Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne von 1872 bis 1972. Es ist höchste Zeit, eine Geschichte zu erzählen von Künstlern und Propheten, von Sozialrevolutionären und Vegetarieraposteln, von Wanderpropheten und Inflationsheiligen, Sehern und Beuys-Rittern. 1872. Karl Wilhelm Dieffenbach. Er ist Vegetarierapostel, Künstler und Prophet, Nudist, Befürworter der freien Liebe und Gründer diverser Kommunen. Außerdem Ausgangspunkt und Identifikationsfigur für alle nachfolgenden Propheten bis weit in die 1970er Jahre hinein. Fidus alias Hugo Höppner, bekannter Anhänger Dieffenbachs, beschäftigt sich mit Theosophie und Monismus, bewegt sich in den intellektuellen Kreisen seiner Zeit. Seine Tempelkunst ist weithin bekannt und inspiriert bildende Künstler und Architekten, wie etwa Walter Gropius. František Kupka, ein Pionier der modernen Kunst. Großer Bewunderer von Dieffenbachs eigenwilliger Weltsicht und von Fidus künstlerischem Werk. Ihre Spiritualität und Ästhetik finden sich in seinem gesamten Œuvre. Gusto Gräser. Als Natur- und Wanderapostel glaubt er an die Selbstzerstörung der Industriewelt und ist Mitbegründer der Siedlung Monte Verità in den Schweizer Alpen, dem Anziehungspunkt für Suchende, Reformer und Intellektuelle in ganz Europa. Egon Schiele, einer der bedeutendsten Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts. Bestens vertraut mit dem Gedankengut Dieffenbachs, Fidus und Kupkas. Er sieht den Künstler als Erlöser und sich selbst als missverstandenen Propheten. Gustav Nagel, Jesus-Apostel und der bekannteste deutsche Wanderprophet. Als kurzzeitiger Anhänger Dieffenbachs hat er großes Talent zum Selbstmarketing. Er verkörpert den Wunsch der Bevölkerung nach einer Erlöserfigur und ist für viele Künstler und Propheten seiner Zeit inspirierend. Johannes Bader, von Gustav Nagel inspiriert, inszeniert sich bald darauf selbst als Christusfigur. Er ernennt sich zum Oberdada und Präsidenten des Erdballs. Auch der Maler Heinrich Vogler sympathisiert mit den sogenannten Christrevolutionären. Der Ruf nach einem neuen Erlöser lässt sich deutlich in seinen Werken wiedererkennen. Friedrich Mucklamberti, bekannt mit Heinrich Vogler und Gusto Gräser. Er ist der Messias der deutschen Jugendbewegung und sieht sich als ethischer Prophet. Lamberti durchwandert Deutschland und zieht eine große Anhängerschaft an. Ludwig Christian Heusser, der populärste Inflationsheilige nach dem Ersten Weltkrieg, war in seinem früheren Leben Champagnerhändler und sieht sich plötzlich als neuer Christus, Tao und Zarathustra. Friedrich Schröder-Sonnenstern. Vor dem Zweiten Weltkrieg spiritueller Heiler und vagabundierender Prophet. Ab 1949 satirisch-skurriler Zeichner und extrem umstritten. Er wird in Deutschland schließlich aufgrund seiner Vergangenheit als psychopathischer Spinner abgetan. Friedensreich Hundertwasser schert sich nach 1945 nicht um die Normen der Kunstwelt, sondern stürzt sich kopfüber in die Welt des Irrationalen. Er entdeckt die Arbeiten Egon Schieles, geht auf Pilgerreisen durch Europa und beschäftigt sich mit dem Gedankengut der Propheten. Als Umweltaktivist entdeckt er die Spirale als Symbol für Werden und Vergehen. Josef Beuys, einer der berühmtesten deutschen Nachkriegskünstler, greift ab 1961 auf das in Deutschland stark umstrittene Erbe der Propheten zurück und verarbeitet ihre Ideen in seiner Theorie der sozialen Plastik. Seine Arbeit »La Revolution ist jamo neu« illustriert seine Auseinandersetzung mit Karl Wilhelm Dieffenbach. Jörg Immendorf,
Schüler von Joseph Beuys, auch Beuys-Ritter genannt, bewaffnet sich wie Gustav Nagel mit einem Hirtenstab und trägt seine künstlerischen Aktionen raus aus der Kunstakademie rein in die Straßen der Stadt. Neben diesen Hauptfiguren finden sich noch viele weitere bekannte Protagonisten in dieser Geschichte, wie etwa Arthur Rössler, Ernst Haeckel, Gerhard Hauptmann, Gustav Klimt, Hermann Hesse, Käthe Kollwitz, Leo Tolstoi, Rudolf Steiner, Sigmar Polke, Theodor Adorno, Walter Gropius. Entdecken Sie die ganze bislang geheime Geschichte der Künstler und Propheten in der Ausstellung.